Ich bin Mike von den 257ers und ich bade gerne lauwarm mit ganz viel Schaum. Hallo, ich bin Benny 29 und ich trinke, was klar ist, sag, was weiß und knall, was da ist. Ich bin Schniesen von den 257ers, hier die mit Holz. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Song, eurem Lieblingsformat. Heute mit den 257ers. Unsere Fans haben sich gewünscht, dass ihr hier mal auftaucht. Deswegen hat es das super gepasst, dass ihr jetzt euch selbst eingeladen habt. Ja, wir haben uns als Fans geoutet und wollen auch mal die anderen das anfassen. Ihr dürft sie vielleicht anfassen, wenn ihr heute gewinnt. Wir spielen heute Erkennst du den Song. Wie gut seid, wie musikalisch seid ihr? Also wir kennen jeden Song, aber wir wissen nicht, wie die heißen. Haben wir gerade im Auto festgestellt. Und auch, wer die singt, und musikalisch sind wir auch nicht. Okay, schon mal gute Voraussetzungen heute. Wenn ihr euch jetzt denkt, ihr möchtet auch mal hier stehen, dann schreibt jetzt euren Lieblingssong in die Kommentare. Eine super Begründung und vielleicht euer Alter und euren Lieblingssong von den 257ers vielleicht. Hä? Vielleicht, könnt ihr machen. Vielleicht. Ich würde sagen, wir legen schon fast los oder möchtet ihr noch was sagen am Anfang? Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass wir glorreich verlieren werden. Okay, und du? Ich freue mich, dass wir gewinnen werden. Los geht's. I wish I found some better sounds no one's ever heard. 21 Pilots, Ja, ich weiß es. Ich weiß auch. Verdammt, warum habe ich gedrückt? 21 Pilots, Blurry Face. Was? I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. Darf ich drücken? 21 Pilots, Good Old Days. Aber immerhin wusste ich schon, wer es gesungen hat. Ich wollte gerade sagen, ich wollte einen guten Anfang. Ich bin schon ein bisschen stolz. Ich gehe allein am Strand. Ich habe noch nie gehört. Okay, das sind die Buberts mit... Ja komm, das ist aber doch unfair, das ist eure Band, Alter. Kiese. Was wären die Männer? Allein sein ist gefragt. Ich schau bei den Schlümpfen wüsste ich das nach oben. Ich rate einfach die Buberts mit Hallo nochmal. Die Buberts mit Corona, du musst gehen. Das ist eine unglaubliche Spitzenleistung. Ich will dich mit jeder Sicht. Ich hab direkt die Buberts. Boah, das ist aber auch richtig. Das kennt ihr nicht die Buberts? Doch schon, ich hab's bei euch ein paar Mal gesehen, aber es ist so, das muss man schon mögen. Früher aufgelacht, heute lächelt sie mich an. Bin kein Saiyajin, doch meine Schwäche ist mein Schwan. Ah, Farid Bang mit Teuer, Teuer. Und wie ist der Farid Bang so privat? Witziges Kerlchen. Witzig, ja. Also unsere erste Begegnung war ein bisschen merkwürdig, da waren wir mit Faith unterwegs. Wo der den Elektroschocker hatte, ne? Da waren wir mit Faith unterwegs, hat Faith mit rechts Hallo gesagt und mit links so einen sehr starken Elektroschocker in den Bauch gerammt. Also, der wem? Also der Farid? So der Farid dem Faith. So halt als Joke. So. Ja, ja. Boah, ich höre den ganzen Tag WDR 2, warum weißt du? In the Air Tonight, Phil Collins. Phil Collins, Easy Lover. Lover. Das ist ein WDR-Lied, ne? Ja, WDR 2 läuft siebenmal zwischen The Weeknd mit Blurry Lights oder Blurry Lights. Blurred Lines, Blurred Blink, Blinded by the Lights. Ich höre immer WDR 4, höre ich ganz gerne. Versteht ihr auch nicht? Doch, ich. Oh Mann, ich weiß sogar, welcher Song das ist, aber ich weiß nicht, wer den singt. Das ist ein ganz mieser Rap. Der Song heißt United und ist von Marky Mark, Ital Joe. Ital Joe. Alter, das wurde doch vorher gesagt, was ist das denn? Aber es hat eine Geschichte. Okay. Also das musst du mir jetzt mal erklären, warum du das weißt. Ja, kennt ihr Kopfnuss-Kalli? Nee. Ihr kennt nicht Kopfnuss-Kalli? Nee, ich glaube nicht. Nee. Kopfnuss-Kalli hat diesen Song gecovert und wir sind große Kopfnuss-Kalli-Fans und deswegen haben wir diesen Song, auch so wie er ihn interpretiert. Okay, aber dann ist er auch besser tatsächlich. Also es gefällt mir besser. Limp Bizkit, Breakstar. Limp Bizkit, Shockwave. The Cuckoo's Nest.
Who guess who's next? Gigi Generation. Nein, Generation. Er hat Gigi Generation gesagt, das ist falsch. Ja, ja, Gigi nein, Generation, ist falsch. Komm, den will ich auch gar nicht haben, das ist falsch. Nein, ich back dich. Boah, und dann auch noch mit dem Album. Ich schwasti. Krass, wie sich so musikalischer Geschmack unterscheiden kann. Das ist das, was ich als letztes hören würde. Nee, hab ich nee, das tot gepumpt. Echt? Ja, übelst heftig. Deutschland! Schland! Oh, das weiß ich. Nicht buzzern. Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Ja. Oh, das haben wir sogar mal gecovert. Wir haben echt mal gecovert. Ja. Jo. Sauberstoff. Das war noch Zeiten, oder? Ja, das war noch Zeiten, jo. 3, 1, 1. Was? Two Girls, One Cup Song. Und der heißt einfach so, oder was? Der ist einfach der Two Girls One Cup Song. Interpret möchte unerkannt bleiben. So. Harry Kackstuhl. Kennt ihr Two Girls One Cup? Ja, klar. Na klar. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir können ja unter Männern mal reden. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, das Geld zu finden, wenn euch jetzt als Beispiel nur Lena auf. Okay, Lena ist jetzt anders. Wenn euch jemand ins Gesicht kackt, nee, kackt mich nicht. Bei Kacken bin ich raus. Da bin ich auch raus. Ich hab noch nie jemanden getroffen. Bei Kacken bin ich einfach raus. Aber es gibt so skurrile Sachen auf der Welt, da finde ich Kacken noch mit harmlos. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele gut finden. Kacke und Kotze, da wäre ja, ich mir nicht sicher. Ein Freund von uns hat aus humortechnischen Gründen mal einem DJ von uns auf den Bauch gekackt. Mhm. Okay, wir haben alles erzählt. Ja, Bob Marley war ich auch. Bob Marley, Freedom, Looking for Freedom. Ach, keine Ahnung. Dann nehme ich den Buffalo Soldier. So ein Burger. Okay, kann ich mir wieder Zeit lassen. Ist doch deine Mucke, oder? Ja, eigentlich ja. Das habe ich ja gesagt. I Shot the Sheriff, Mann. Natürlich. Das ist schon wack, ey. Hey, ich wusste gar nicht, dass es von Bob Marley ist. Ich dachte Johnny Cash oder so. Nein. Halbe Stunde später Polizeischikane. Nur weil ich cholerisch bin und Maybach fahre. Wie heißt das nochmal? Dieser Bulle in der Flair Fanboy? Wollte ich auch machen am Pferd stehen, schön Baby. Wäre direkt auch mein Tipp gewesen, aber dumm. Hula Palu, Andreas Gabayé. Oh. Sagt ihr da nicht Wannert? Hallo? Ey, das ist eine ganz schwarze Wolke über unserem Leben. Ja, früher musste man sich fürs Zuhause. SDP? Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Samstag? Das ist aber auch der Song nicht. Nee, der Song ist falsch. Bin ich Idiot. Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag Corona Edition? Oder einfach. Ja. Ja, ja, die Jungs sind sehr cool. Ich finde die Videos von denen immer cool. Schön animiert, die sehen mal ganz cool aus. Ja. Daniel Kübelböck, You Drive Me Crazy. Der arme Herr Kübelböck. Ja, der arme Herr Kübelböck. Das tut mir schon leid. Nein, lass es. Okay, Listen to Your Heart von... Nein, wer war's? Ich weiß es. Tina Turner! Listen to Your Heart von Roxette. Roxette? Das ist doch der Song, den der Finch extra kurz vorm Tod noch für sich gesichert hat. Ja, das stimmt. Gut. Daumen drücken, Matchball für alle. Nein, lass es bleiben! Nein! Die No Angels mit... Nein, ist gar nicht. Nein, was ist denn denn Scheiße? Ja! Nein! Warum bin ich so dumm? Klaus für Eis? Nein, von. Nein, nein! Nein, nein! Atomic Kitten? Jetzt komm. 3, 2, 1. Oh! Das ist nur das einzige Lied von dir! Ich wusste direkt Atomic Kitten! Mann! Ich glaube, die wurden doch nur wegen diesem Song überhaupt zusammengeführt. Oder Sugar Babes auch. Da hätte ich gehabt, das wäre der Sieg gewesen! Kacke! Mann! Captain Jack mit Captain Jack. Ja! Du kannst du alle das Wort ziehen? Ah, ich bin ja ein Gönner. Dankeschön. Wir haben einen Song mit Captain Jack. Ja, haben wir. Wie wird der Captain Jack ist es denn? Der dritte.
Ja, ist ja, muss man ja fragen. Es Captain Jack der Dritte und, die Sänge und Frau Jack die fünf neunte. Oder so, neun, ach, neunte schon. Okay. Krass, dass es so fortgeführt wird, ne? Vielleicht gibt es irgendwann auch hier 257 das mit anderer Besetzung. Das würden wir willkommen heißen. Wie war es für euch hier zu stehen? Ich habe verloren, ich fand es einfach nur scheiße. Ist eine reine Fuscherei hier, finde ich auch total kacke, dass du ich fand es im Nachhinein großartig. Also kann ich so nicht kaum platzen lassen, der wusste die Songs vorher. Ich habe die hier hingeschickt. Ja. Mensch! Colonel Flame-Ding, ey. Auf Wiedersehen und Farewell. Wenn ihr wollt, Köln-Offenburg. Captain Jack, ey. Captain Jack.